Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Hobby-Assassinen und Assassinen, zurück zu Assassin's Creed Syndicate. Wir sind immer noch mitten in der Mission und gehen jetzt mal in die Kanalisation. In der Hoffnung, dass ich hier irgendwie jetzt tatsächlich mal Fässer finde, mit denen ich ein paar Gegner killen kann. Ich habe hier nämlich noch nicht ein einziges Fass in der gesamten Mission gesehen. So, da geht's rum. Kuckuck. So. Oh, da kommt einer. In den Kopf. So, ich wüsste gar nicht, was ich ohne meine Dolche machen würde. Meine Wurfdolche oder Wurfmesser. Gibt wohl kaum eine Waffe, die ich häufiger nutze, weil die sich einfach super anbietet. Die ist leise, die ist schnell, die ist tödlich. Ich habe sie auch schon. Ich hoffe, er hat keinen Hirnschaden. Er ist Assassine. Dann hatte er eh schon einen Schaden. Warum habt ihr ihn hergebracht? Es gibt einen Eindringling! Der Mann ist Assassine. Wir wollten nicht, dass er abhaut, bevor sie ihm ein paar Fragen gestellt haben. Wo er? Scheiße, das geht echt nur hier. So, der eine steht da ganz gut. Ich muss die da irgendwie so ein Stückchen drunter locken. Scheiße. Wartet mal. Da bin ich jetzt natürlich wieder Perfektionist. Ah, verdammte Hacke. Der eine stellt sich da ziemlich genau drunter, aber ich glaube, ich hätte den einen, den ich ihm gekillt habe, den hätte ich lassen müssen. So, da ist jetzt der... Kutsche sein. Da ist sie. Oh, nee, ne? Ich muss das nochmal komplett von vorne machen. Ey, das ist ja nervig. Ich weiß überhaupt nichts über diese Kutsche. Aber hier passieren schon den ganzen Tag komische Dinge. Hier laufen jede Menge merkwürdige Leute herum. Alle schwer bewaffnet. Es gibt einen Eindringling! Alter. Oh, na toll. Jetzt muss man die ganze Kacke von vorne machen. Ja, ich sah, wie sie jemanden aus der Kutsche gezerrt haben, nachdem das Rad abfiel. Es gibt einen Eindringling! Dieser Freund ist hier! Macht Platz! Ich werde sie erschießen! Du wirst... Ich darf diesen Kampf nicht gewinnen! Ach, scheiße. Die hier hinten habe ich jetzt zu spät. Die Rückschlampe ist...
So, das hätte mir sonst jetzt alles zu lange gedauert hier, wenn ich das wieder mit Schleichen gemacht hätte. Deswegen habe ich mal eben schnell die Abkürzung genommen. So, jetzt muss ich nochmal den da bequatschen. Halt's mal. Ich bin sicher, dass ich abgeschlossen hatte. Das sollte doch zu sein. Das waren wieder diese Rotzlöffel, ganz sicher. So, wieder runter. So, wir wissen ja jetzt, was uns hier unten erwartet. Von daher... alles gut. So, und schon sind wir wieder da, wo wir gerade eben waren. Passt auf! Sie ist hier! So. Henry! Ich weiß nicht. Wir haben ihn ziemlich böse erwischt. Er wacht so schnell nicht wieder auf. Kurz warten. Ich hoffe, er hat keinen Hirnschaden. Er ist Assassine. Dann hatte er eh schon einen Schaden. So, nur zur Sicherheit, damit die mich nicht sehen. Warum habt ihr ihn hergebracht? Der Mann ist Assassine. Wir wollten nicht, dass er abhaut, bevor sie ihm ein paar Fragen gestellt haben. So, jetzt muss ich kurz abwarten, bis die beiden... Wo er vorher war, war es sicherer. Ihr solltet doch nicht hierher kommen. Hat geklappt. Sogar sehr gut. Süße. Lief doch wie ein Länderspiel. So. Und... so. Ihn auch nochmal. So, Henry. Henry. Hallo. Störrische Steuerung. Evie. Die wollten die Pläne des Architekten wegschaffen. Haben Sie sie? Hat man Ihnen wehgetan? Alles gut. Gehen wir. Aus dem Gebiet entkommen. Was ist mit den Plänen? Die sind verloren. Evie, das tut mir leid. Konzentrieren Sie sich auf die Flucht. Ah. Ich habe gedacht, er hat ihn irgendwie abgelenkt. Oh, schöner Kill. Alter, der fällt gleich tot um. Ey, sag mal. Was ist denn er für ein armseliger Assassine? Sie sah verdächtig aus. Ey, ist er armselig. Er lässt sich hier fast killen. Super. Scheiße aus
Alter, das war immer knapp, Alter. Miss Nightingale sollte sich das ansehen. Ich finde, das Gewölbe ihres Doric sich das Tuch holt. Wir müssen mit dem Maharaja sprechen. Ich spreche mit dem Maharaja. Sie lassen sich verarzten. Es tut mir leid, dass ich Ihre Pläne vereitelt habe. Im Zug wären Sie sicherer. Selbst wenn Sie das Gewölbe finden, Sie können nicht alleine in den Buckingham Palace spazieren. Ich bin nicht alleine. Wir sehen uns dann im Zug, Mr. Green. So. Sehr schön. Ich würde mal vorschlagen, da ist ja die nächste. Hier unten ist Jacobs Mission. Wir haben noch genug Zeit, wir machen mal noch eine zweite Hauptmission. So, und dann geht's mal in den Buckingham Palace. Wenn er denn jetzt endlich mal mit Laden fertig wird hier. So, geht doch. Hui. So, ist das weit? Nö, geht. So, mit Ö sind wir schon gleich da. Gleich nebenbei noch mitgenommen. Die Ehrenrettung der Bank. Oder geht's jetzt noch gar nicht in den Buckingham Palace? Was ist passiert? Ihr Bruder. Was hat er diesmal getan? Die Zeitungen schreiben nur noch über Twopennys Ermordung. Und, als wäre das nicht genug, hat jemand die offiziellen Druckplatten gestohlen. War das auch Jacobs Verdienst? Ich bezweifle es. Jetzt traut niemand mehr der Bank oder Englands Währung. Es gibt eine Inflation. Aufstände. Die Produktion verlagert sich in das Billiglohnland Amerika. Kurz gesagt, Britannien ist am Ende. Jetzt bist du wirklich ins Wespennest getreten. Was wäre, wenn ich die Druckplatten wieder in die Bank schmuggle? Ja, das würde helfen. Besser noch, es widerspräche den ganzen Geschichten über Twopennys Ermordung und könnte das Vertrauen in die Wirtschaft wiederherstellen. Also abgemacht. Heute geht Britannien nicht unter. Oh, falls es keine Umstände macht, könnten Sie noch alles Falschgeld vernichten, das Sie bemerken, damit es nicht zirkuliert. Natürlich. Okay. Doch nicht Buckingham Palace. Es ist wirklich sehr nett von Ihnen, dass Sie helfen. Folgen Sie mir. Das Falschgeld wird ganz in der Nähe ausgegeben. Nun, wenn man es Falschgeld nennen kann, mit diesen Druckplatten ist es quasi unmöglich, die echten von den falschen Scheinen zu unterscheiden. Mr. Aberline. Wenn das herauskommt... Nun, ich habe es ja bereits gesagt. Wenn die Leute der Währung nicht mehr trauen, es kommt ja bereits zu Aufständen. Mr. Aberline, Gerücht über gefälschte Banknoten infolge von Bankschließung. Scotland Yard. Ich habe vollstes Vertrauen in Sie, Miss Fry. So, den Falschmünzer verfolgen. Ihr zwei, folgt mir. Ich will auf dem Weg zum Wagen nicht überfallen. Die Falschmünzer. Hast du von den Aufständen bei der Bank gehört? Die können toben, wie sie wollen. Wir geben die Druckplatten nicht zurück. Was macht das für einen Unterschied? Ist ja nicht so, als hätte er echtes Geld bei sich.
seit wir die echten Druckplatten haben, ist es echtes Geld. Hörst du die Menschenmenge? Klingt, als wäre ganz London auf der Straße. Das hat nichts mit uns zu tun. Ich fasse es nicht, dass Jacob die gesamte Wirtschaft in den Ruin treiben konnte. Vater hatte recht. Er handelt vorschnell und er bereut gar nichts. Nach Hause, wenn ich bitten darf. Habt ihr die Zeitung gelesen? Sie meinen wegen Two-Pennys ermorden? Aha, da kann ich sogar hinterherlaufen. Jeder könnte versuchen, hier reinzukommen. What do you reckon she sagt? Yes, sir. Riegelt hier alles gut ab. Yes, sir. Beschützt diesen Ort, als wäre er die Bank of England selbst. Wie Sie wünschen, Sir. Gut, dann geht's mal jetzt mit der Auction los. So, ich muss das Falschgeld auf jeden Fall verbrennen. Süße. So schafft man sich auch erstmal ein paar Probleme aus dem Weg. Da ist irgendwas. Komm mal her hier, komm her hier. Put, 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 put. Siehst du, schon bist du tot. So, die Tante steht da. Kann die jetzt erstmal ein bisschen plündern. Vielleicht kriege ich ja eine neue galvanische Granate. Galvangranate oder wie die Dinger heißen. So. Da steht eine. Überhaupt nicht. Wir sind einfach durch das Chaos spaziert. Keiner hielt euch auf. Gut. Da steht ja sogar eine Kiste. Ach da. Ja, gerade in der Nähe sind, nehmen wir das auch mit. Nacht. So, jetzt muss ich mal gucken, ob wir hier irgendwo noch... Siehst du, da ist das Falschgeld. Kann ich das jetzt irgendwie anzünden? Ah, da ist es. Okay, das haben wir geschafft. Dann haben wir nämlich auch die 100% sicher. So, dann geht's jetzt runter... Der letzte steht unten. Okay. Und jetzt heimlich zurück in die Bank damit. Aber klang und heimlich. Die Zivilisten in die Bank lassen. Was? Hä?
Jetzt muss ich wahrscheinlich irgendwie Zivilisten reinlassen in die Bank, damit die sich da austoben können. Schauen wir mal, wie wir das nachher gleich machen müssen. So. Und dann ist es auch gar nicht mehr allzu lange, bis wir Sequenz 7 sogar schon fertig haben. Und dann ganz zum Schluss gibt es so als kleinen Zusatzbonus, wenn wir mit allem durch sind, natürlich auch noch die erste Weltkriegsmission. Ich bin noch überlegen, ob ich mir auch Jack the Ripper noch zulegen soll. Das wäre natürlich interessant, ne? Jack the Ripper noch zu spielen. Aber das will ich jetzt noch nicht so entscheiden. Das mache ich dann, wenn es soweit ist. Ups, habe ich schon gedacht, ich schmiere jetzt ab. Das ist nämlich auch schon mal passiert. Dass er dann irgendwie gebackt hat und ich bin einfach runtergefallen. Okay. Ich will jetzt wissen, ob dieses Geld damit echt ist oder nicht. Machen durch, Sie durch, halt! Ich traue dieser... das war ja einfach. Okay, einfach nur den Fachmann K.O. machen. Oder K.O. hauen. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen. Ich weiß nicht, ob ich... Ah, stimmt. Ist ja Sperrgebiet hier drin. Wie mach ich's denn? Meine Damen und Herren, bewahren Sie bitte die Ruhe! Ab nach draußen mit Ihnen! Jetzt muss ich ihn killen. Aber wenn hier an die Pelle will, dann muss wohl damit rechnen, dass er stirbt. So. Kann ich hier irgendwie... Ich will nur mal was gucken. Hier oben ist auf jeden Fall ein Eingang. Weil ihr wisst ja, so viel Zeit muss sein. Entschuldigung. Oh, der kam ihm total plötzlich. Ah, da ist er. Siehst du, weil wenn ich jetzt schon mal gar nicht hier oben auf dem Gebäude bin, dann kann ich sowas hier auch gleich mitnehmen, dann ist das wenigstens gleich erledigt. Weil ich will ja sowieso die 100% erspielen und da brauche ich den ganzen Kram sowieso. Und das kostet ja nur auch nicht so viel Zeit. So, die Kiste haben wir. Hier kommen wir durch. Na. Schorsch knacken. Okay. So, als wären sie nie fort gewesen. Aus der Bank auf England entkommen. Jetzt. Dann durchs Fenster schlüpfen. Und weg. Yippie! Wir haben es geschafft. Mit Aberline reden. Wo ist er denn?
Als ist er genau auf der anderen Seite. Das kann nicht wahr sein. Jetzt muss ich einmal quer übers Gebäude, weil der auf der ganz anderen Gebäudeseite steht. Aber ist ja egal. Hippie. So. Kann ich hier irgendwo... Ich kann hier echt nirgendwo den Haken ranschmeißen. So. Jetzt aber. Gut, die Londoner Zeitungen schreiben, dass alles nur eine Ente war. Keine Aufstände mehr, Vertrauen in die Bank wiederhergestellt und endlich wieder eine ruhige Nachtschicht für mich. Miss Fry, ich kann Ihnen nicht genug danken. Schön, dass wir eine Katastrophe abwenden konnten. Auch wenn es Jacob ist, der mir danken sollte. So, Ehrenrettung der Bank abgeschlossen. Oh, wir haben die M1877 Lightning bekommen. Gucken wir nachher gleich mal, wie gut die ist. Hier sage ich jetzt erstmal danke fürs Reinschauen. Ich wünsche noch einen traumhaften Tag. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dann, ich verabscheue mich.